Schusswunde. Oh mein Gott. Wieso überrascht mich das gar nicht? Oh mein Gott. Genau im Glockenschlag ist passiert. Das war unser Ethan. Ich wette mit dir. Der ist hier die ganze Zeit im Hinterzimmer versteckt. Aber da ist die Schreibmaschine, die könnten wir jetzt. Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Ja, die Bullen, die sind Zeit doch. Ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Der hat noch jeden für den Mörder. Erstmal abhauen. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Bezweifle, dass die in der Lage sind. Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Rawls gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen. Sie macht noch mehr Fingerabdrücke. An der Leiche. Wir müssen mal die Leiche abwischen, weil die haben wir gerade angefasst. Das Glas. Was haben wir denn überhaupt alles angefasst? Hier waren wir auf jeden Fall noch tätig. Ich weiß auch schon, wer es gewesen ist. Schnell. Ich muss alles finden, was Lauren und ich hier angefasst haben. Hier. Und bei einer Leiche werden sowas von. Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Die Gläser. Das Telefon. Was noch? Und die Leiche hinten. Hier irgendwas. Jede Sekunde hier. Wir müssen hier raus. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. So schlecht wie die arbeiten. Das Telefon haben wir übrig gelassen. So wird es da nochmal angezoomt. Das haben wir nicht abgewischt. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Wenn man jetzt hört, oder was? Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Na, sehr toll. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Wertvolle Zeit vergeudet. Juhu.
Gott, Shelby. Wieder mal Ärger? Ach, der Idiot. Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Kater. Hm, unschuldig verprügeln, aber den... Freund, du dann irgendwas dran? Alter. Dieser Typ. Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Nein, auf keinen Fall. Klar. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Dieser Mission ist kein Platz für Touristen. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Hier ist so stur, mit der kann man nicht reden. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit Ermittlung weitermachen. Halten Sie an! Was? Halten Sie an, verdammt! Jetzt bauen Unfall! Alter! Hurra! Ja, mach alleine Krepier dabei, Alter. Wahrscheinlich will das Spiel dafür, dass wir uns entschuldigen. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Der dümmste Weg wäre, sie jetzt zu beschützen, also... Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Der dümmst anzunehmende Weg wäre, sich zu entschuldigen, ihr nachzulaufen, sich zu entschuldigen und sie weiter mitzunehmen. Also tun wir das mal. Das wäre. Wir müssen die Logik einfach beiseite legen. Fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Hören ausschalten und einfach. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Scheiße mitmachen. Diese zickige Spätpubertäre ist das ist aber nicht der Laden von dem Uhrenmacher. Also war doch nicht der Mörder von dem Uhrenmacher. Ja, was willst du denn? Wer anders der sterben soll. Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal. Ha? Ich mach dich fertig, Flachwichser. Oha. Du kommst in mein Haus, du kommst meinen Stoff. Sollten wir mal überleben, ja.
Ach, jetzt ist es Selbstverteidigung. Jetzt muss mal alles klappen. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Schuss. Sollten wir mal. Oh, weia. Durch den Event des Todes. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Es sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Ach, du heilige Scheiße. Ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen, Tür. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. Dieses Scheißspiel. Dieses Scheißspiel. Spiel. Und warte, bis die Polizei kommt. Das geht nicht. Ach, das ist direkt das Spiel. Langsam mal mit diesen Challenges. Wie viel brauchst du noch, um die Adresse zu kennen? Schön, jetzt haben wir Familienvater umgebracht. Das ist das Spiel. Donnerstag 13:32. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant.
tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Okay. Dann klopfen wir mal nicht an. Oder klingeln. Vielleicht weiß da jemand was. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Verdammt. Kriegt ihr im Moment verkackt. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Was? So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Oh weia. Ich habe sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Die Hauptsache ist auch, wir sind hier, oder? Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Der hat aber reagiert. Ich... Danke, aber ich habe keinen Durst. Ich will hier vorsichtig mit Flüssigkeit. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Wer weiß, was er da reingemixt hat. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Ach was. So, bitte nicht beim Rumschnüffeln erwischt werden. Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Ja, und wenn du dich erwischen lässt, setzt er dich außer Gefecht. Die Akten hier noch angucken. Und erwischt was das, da bin ich von nur neugierig. Spielst das neugierige Mädchen.
nach der Zahnbürste gesucht und so nach Klopapier gesucht für die Toilette. Und eine Ausrede entfallen lassen. Im Schlafzimmer, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lass dich nicht erwischen. Und schnell raus hier. Okay, die Musik, ach so, ist immer spannend. Okay. Bin noch irgendwas übersehen. Oh, Scheiße. Neugieriges Luder. Ich wusste doch. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Das war ein Fehler. Ripp. Was so wie auch immer sie heißt. Sagen Sie Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. Oh. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Das war noch Ihr Schrein. Sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Kann ich irgendwas machen? Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Das ist relativ wenig. Wenn er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir Na, fehlt komm, das Reparieren. Also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier. Schnell weg hier, sofern es geht. Das, was da ist. Das macht ihnen doch sicher nichts aus, oder? Na komm! Oh 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 oh. Oh weia. Oh weia. Jetzt kriegt ihr mir Events. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Oh Kacke. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Wir müssen schreien. Mach Lärm. Rechte Hand. Versucht es loszureißen und schreien. Schlecht, dass ich das nicht schaffe, mich hier loszureißen. Okay, den kann sich keiner leicht ab. Das ist schlecht. Kommen Sie, Bruder. Schrei. Nicht, dass Sie am Wort Gottes kein Interesse haben. Wir, seine treue Herde, sollen. Kacke. Ich bin so schlecht in Quick-Ding Events. Sie ist tot. Sie ist tot. Die Bibel in dieser Zeit der Gewalt und des Hasses. Was möchtest du noch hier ein? Oh, sehr schön. Dann bleiben hier noch drei andere. Ja, was mache ich denn? Jetzt kommt er wieder runter. Ich hänge noch mit den Armen ran. Mit einer laufender Maschine. Das ist ja sehr schön. Ich weiß nicht, wie diese Quick-Game-Events funktionieren. Na toll. Sorry. Ich hasse Unterbrechungen, wenn ich operiere. Also dann. Und tot. Komm, du hast die beiden los, du kannst nicht treten. Also ey. Wie noch einer? Manchmal bin ich der beliebteste Arzt der Stadt. Wie viele Chancen kann man haben? Einen Moment und ich bin gleich wieder für Sie da.
Wenn das Spiel, dass wir uns losreißen. Das muss er doch gehört haben. Es. Und hat das dann alles nichts gebracht. Ja, genau. Er kriegt uns trotzdem. Aber jetzt einen Glück der Moment verkacken. Er schlägt uns mit irgendwas. Ich sehe schon kommen. Ja, da ist das Glück der Moment, was verkackt habe. Ja, sag ich doch, der Glück. Ein, zwei Glück der Events verkackt. 3, 4, 5. Und wir sind tot. Nein, komm! Ich hasse Quick Game Events, die sowas entscheiden. Jetzt lauf schon. Lass dich nicht von dem Wahnsinnigen. Killer vernichten. Wenn hier rauskommt, hast du eventuell einen Verdächtigen. Oh, scheiße. Ruhe und Frieden. Die ein Quick Game Event und der hat dir den Hals durchgeschnitten. Was habe ich gesagt? Ein Quick Game Event. Die ganze Zeit geschafft, das Ganze ist. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas in Spielen. Die ganze Zeit gewehrt, rennt die Verfolger, wir waren schon fast draußen und dann. Es ist so scheiße. Weil wir eine beschissene Taste falsch gedrückt haben. Ich hasse das in Spielen. Macht nicht so viel von Quick Game Events abhängig. So, ein Charakter weniger zum Spielen. Ich meine, was hatte sie für eine Relevanz jetzt für das Abenteuer bisher? Bisher war sie die Krankenschwester. Even. Ist natürlich blöd, sowas zu sagen, aber. Matt Jack soll das Auto, das ich suche, gestohlen haben. Nicht verkehrt, ihm ein paar Fragen zu stellen. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Können Sie das bitte ausmachen? Dass dir überhaupt noch Zeit bleibt. Norma Jane. FBI. Wir müssten mal bei dem vorbei, schon bei dem Perversen im Keller. Können wir reingehen? Der ist jetzt sehr verdächtig geworden. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht merken. Ah, ja. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Jetzt kommen wir die Druckterminenz des Todes. Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Dann ermitteln wir mal.